Liebe Grüße, Michael Saarländer von Zelum. Guten Tag, Herr Martensen. Herr Saarländer, welche Rolle spielt Zelum heute in der Systemlandschaft beim Kunden? Ja, Zelum als Enterprise Digital Asset Management. Wir sehen uns zentral als zentrales Mediencontent Hub hinter anderen Mediencontent-hungrigen Lösungen. Use Cases können dabei ganz unterschiedlich sein. Beispielsweise in Verbindung mit einem Produktinformationsmanagement. Sämtliche Produktbilder, Videos, Animationen, 3D und so weiter werden in Zelum zentral vorgehalten, werden auf die Produkte verknüpft. Man kann sich entsprechend weiterdenken. Marketing, Material, Verwaltung, globales Ausspielen an verschiedenste Portale, sei es Händlerportal, sei es vielleicht ein internes Downloadportal, rausspielen auf die Website, direkt entsprechend integriert in Content-Management-Systeme und dann natürlich auch entsprechend in die E-Commerce-Kanäle rein, den Medien-Content entsprechend pushen. Aber nicht nur rausspielen, sondern wir holen auch Informationen zurück, welches Bild, welches Video war denn jetzt gerade sehr beteiligt, möglicherweise an einer Konvertierung, an einer Kaufentscheidung, um den Kunden zu ermöglichen, letztlich da Rückschlüsse drüber zu treffen, sich intern zu optimieren, Unternehmensabläufe zu optimieren. Also kurz gesagt, wir sehen uns als zentrales Medienhub in Unternehmen, wo sämtliche Prozesse abgebildet sind, Logistikzentrale für Mediencontent, hoch integriert in andere Lösungen. Okay. Wenn jetzt Grafiker, Layouter aus Agenturen, aus Verlagen jetzt auf so ein System zugreifen, dann sind die ja gewohnt, eigentlich mit ihren Werkzeugen zu arbeiten, die idealerweise oder heutzutage aus dem Hause Adobe kommen, müssen die jetzt ihre Plattform verlassen oder mit welchen Werkzeugen können sie dann auf ein Zelum-System zugreifen? Wir sind der festen Überzeugung, dass Grafiker, Kreative ihre Stärken dort ausleben können, wo sie typischerweise unterwegs sind, sprich genau in den Adobe-Lösungen, die auch marktführend sind, InDesign, Photoshop, Illustrator und so weiter. Und wir ermöglichen es den Kreativen, dass sie in ihrer Welt bleiben. Sprich, wir gehen in diese Welt rein, haben entsprechend sehr tiefe Integrationen in die Creative Cloud, um zu ermöglichen, dass der Kreative ganz normal seine Arbeitsabläufe und Prozesse so weiterführen kann. Das sind häufig Kleinigkeiten, dass ich irgendwie meine Shortcuts in InDesign benutzen kann oder Photoshop. Und letztlich im Hintergrund erledigen wir die ganze Arbeit. Wenn ein Bild eingefügt wird aus dem Zelum-System, dann funktioniert es per Drag and Drop. Automatisch habe ich die Verknüpfung, das Bild weiß, dass es in dieser und jener Broschüre drin ist. Und so kann ich es mir im Nachhinein dann auch sehr schön tracken und habe die Übersicht. Das könnte ein Copyright-Thema sein, es muss ein Bild oder ein Produkt vom Markt genommen werden. Ich sehe sehr schnell, ist hier auf der Website, ist hier in der Broschüre und ich könnte es dann entsprechend aus den Kanälen überall rausnehmen. Also wir gehen sozusagen den Schritt auf den Kreativen zu, um ihm den Gefallen zu tun, dass er da arbeiten kann, wo er sich auskennt. Okay. Neben den Dateien, Mediendateien, gibt es auch Office-Dateien, die ja auch zunehmend in DAM-Systemen wie dem Ihren verwaltet werden. Welche Antworten haben Sie zum Thema Office, weg Excel, Word, PowerPoint? Wie geht Zelum damit um? Gleiches Prinzip eigentlich. Outlook gehört auch noch dazu, als so ein bisschen die Austauschplattform, wo wir entsprechend tiefe Integrationen haben, weil jeder kennt so ein bisschen diese typischen Problemfelder. Ich möchte mir ein Bild vielleicht in mein Word-Dokument einfügen, um es schöner zu machen. Letztlich ist mein Word-Dokument aber dann komischerweise 10 Megabyte groß. Komisch, weil das Bild auch nicht dafür geeignet ist, in einer hohen Auflösung einzufügen. Deswegen gehen wir tief in die Welt rein. Ich bin ganz normal im Word unterwegs, kann mir ein Bild einfügen. Das skaliert sich automatisch runter von, weiß ich nicht, 5 Megabyte auf 50 Kilobyte und ist entsprechend auch natürlich wieder verlinkt. Und es sind viele kleine Dinge, die das Leben leichter machen. Im Zusammenspiel mit Office beispielsweise auch PowerPoint. Das ist so ein kleiner Use Case, der sehr schnell gelöst ist mit unserer Lösung. Ich möchte mir von einer Masterpräsentation, die vielleicht irgendwo zentral am Zelum-Server liegt, möchte ich mir eine Folie einfügen mit den aktuellen Quartalszahlen. Füge ich mir direkt nur diese eine Folie ein. Die ist verknüpft zur Masterpräsentation. Wenn die sich ändert, es gibt neue Quartalszahlen, habe ich automatisch in meiner ständig verwendeten Präsentation eine kleine Warnung. Achtung, es gibt neue Quartalszahlen, möchtest du die Folie aktualisieren? Es sind Kleinigkeiten, aber die ersparen im täglichen Leben Unmengen an Arbeit und vor allem an Prozess dahinter, an Griff zum Telefon, wo liegt die Präsentation oder E-Mail hin und her kommunizieren, sondern wirklich systemisch diese Prozesse abbilden in einem Zelum. Okay.
Social Media wird für Unternehmen immer wichtiger. Welche Antworten hat Zelum zu diesem Bereich? Ja, dem kann man vielleicht noch vorausschicken, dass Zelum grundsätzlich mal eigentlich von der Architektur her gebaut ist, um zu integrieren wirklich. Mhm. Wir spielen dementsprechend diesen ganzen Mediencontent aus in die sozialen Kanäle rein, belassen es dabei aber nicht, weil wir auch entsprechendes Feedback zurückholen. Wie viele Klicks habe ich, wie viele Likes habe ich entsprechend auf meine geposteten Themen, beziehungsweise auch die Möglichkeit zu haben, zentral aus Zelum alles auch wieder runterzuholen. Könnte zum Beispiel an dem Punkt Product Lifecycle liegen, dass ich weiß, meine Produkte sind in der Regel nur 4 Jahre am Markt und meinetwegen 2 Jahre, nachdem die nächste Produktgeneration dann schon publiziert ist, möchte ich vielleicht die alten Materialien auch rausnehmen. Ja? Dass, wenn ich den Produktnamen eingebe, dass nur die neuen Sachen kommen. Das ist einfach schon ein bisschen vorgedacht und unterstützt einfach die Arbeitsweise in Unternehmen. Ja, Sie bieten Ihr System neben einer On-Premise-Lösung auch eine Cloud-basierte Lösung an. Wie ist die Entwicklung? Steigt die Anzahl der Cloud-Kunden? Definitiv ja. Es ist ein ganz klarer Aufwärtstrend zu beobachten in Richtung Cloud-basierte, gehostete Lösungen. Das ist ein großer Unterschied von den Märkten hier. Auf der einen Seite haben wir Nordamerika, da wird praktisch nur noch Zelum as a Service nachgefragt. Im deutschsprachigen Raum würde ich jetzt ungefähr von den Zahlen, die wir vorliegen haben, von den Neuanfragen, circa 70% wollen immer noch On-Premise-Installationen haben. Die 30% sind aber ein schnell gewachsener Anteil, der auch weiter massiv steigt. Häufig ist die IT-Strategie auch aktuell in einem Wandel, wo man einfach weggeht von dem Betrieb im Haus, wo einfach die Rechnung aufgemacht wird bei jeder Neuanschaffung, die Zahlen verglichen werden. Und wir glauben schon, dass da die Zukunft liegt, weil dann entsprechend Marketing, Produktmanagement und allgemein E-Business können die Projekte natürlich schneller treiben ohne IT-Involvement. So eine Cloud-Lösung von Zelum ist wahnsinnig schnell aufgestellt, völlig problemlos im Betrieb auch, weil wir uns darum kümmern mit einem entsprechenden Service-Level dahinter bis hin zu 24/7, und das möchte der Kunde eigentlich. Der Kunde denkt in Lösungen, vor allem in seinen Problemlösungen, und wir wollen ihn nicht damit aufhalten und bremsen, indem wir sozusagen über die Infrastruktur dahinter reden, sondern der Kunde setzt voraus, dass die Lösung läuft, dass auch die Integrationen entsprechend am Laufen sind, und ja, dafür stehen wir auch mit unserem entsprechend breiten Partnernetzwerk weltweit. Unter dem Dach der heutigen Veranstaltung: Wie sehen Sie die Entwicklung von Print im crossmedialen Umfeld für die Zukunft? Stand heute, denke ich, ist Print aus sehr vielen Unternehmen, das ist natürlich wieder branchenbedingt, aber nicht wegzudenken, als ja fundamentaler Bestandteil eigentlich der Publishing-Strategie ist Print ein sehr wichtiges Standbein, kann man so sagen. Wir sehen, dass aber in Unternehmen die IT-Prozesse dahinter immer mehr gestreamlined werden. Also Print wird als einer von mehreren Kanälen wahrgenommen, wir hingegen früher Print möglicherweise sogar ein eigener Bereich war. Also man versucht intern zu vernetzen. Es kommt natürlich genau der Lösung, die wir am Markt anbieten, entsprechend entgegen. Ich kann aus Zelum direkt publizieren mit dem Standard-Connector an die Print Suite von Werk 2. Ist es möglich, aus Zelum alleine zu publizieren, weil möglicherweise aus einem ERP, aus einem PIM Produktinformationen oder anderweitige Metadaten angereichert wurden? Oder, und das ist der klassische Fall, Zelum ist der Mediendatentopf, aus dem parallel aus einem Produktinformationsmanagement die Daten gezogen werden, parallel in ein Database Publishing mit der Print Suite. Als letzte Frage: Das Alleinstellungsmerkmal von Zelum, wie würden Sie das beschreiben? Herr Martensen, wo soll ich anfangen? Da gibt es natürlich einige Punkte, die für Zelum sprechen. Für den Kunden ist es tatsächlich nicht leicht, den Überblick zu behalten. Global gesehen, da gab es mal eine Statistik, gibt es, glaube ich, pro Woche mehrere Markteintritte von Unternehmen, die ähnliche Lösungen anbieten. Wenn ich Kunden die Überlegungen anstellen, dann eine Anschaffung zu tätigen, Tipps geben müsste, würde ich sagen, achten Sie definitiv darauf, dass es wirklich echte Enterprise-Technologie ist. Es fängt wirklich dann beim Betrieb an, dass grundsätzlich eine Flexibilität da ist. Ich könnte es im Haus betreiben, ich könnte es komplett aus der Cloud beziehen, und vor allem, es muss skalierbar sein.
Zelum setzt komplett auf Branchenstandards. Das heißt, es ist nichts Proprietäres in der Lösung drin. Es sind nur Standards, die entsprechend dokumentiert sind, weil wir größtenteils die Projekte auch über Partner umsetzen, über Implementierungspartner, die dann entsprechende Integrationen vornehmen. Und da müssen wir Verlässlichkeit bieten. Das bieten wir seit 17 Jahren. Und das ist auch gleichzeitig ein zweiter USP von Zelum, dass wir uns ganz klar aufs Kerngeschäft konzentrieren. Wir sind Pure Player im Bereich Digital Asset Management, bieten somit Verlässlichkeit und auch Investitionssicherheit. Zelum ist ein Framework, wenn Sie so wollen. Hochflexibel, anpassbar, integrierbar. Wir denken in allen Kanälen, bringen sehr viele Integrationen out of the box auch schon mit. Das ist ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Und auch bei den Metadaten können wir einfach ein ganz schönes Stück mehr als der Wettbewerb. Warum? Weil unsere Kunden, die größtenteils aus dem Enterprise-Bereich kommen, den Anspruch haben, komplexeste Zusammenhänge aus einem ERP, aus einem PIM bei uns abbilden zu können. Und da brauche ich vom Metadatenkonstrukt dahinter, von der Architektur her, einfach was ganz anderes als ein klassisches, als eine Bilddatenbank, sage ich jetzt mal. Und viele unserer Wettbewerber sind wirklich Bilddatenbanken. Wir denken völlig unabhängig von der Art des Contents. Wir nehmen die Probleme unserer Kunden auch so ein bisschen vorweg. Weil wir glauben, jetzt mal heute 2016, in 5 Jahren, da sind, glaube ich, Bilder gar nicht mehr so wichtig. Da geht es viel um 3D, um Hologramme, da geht es um ganz andere Formate auch. Und wir bieten die Sicherheit, dass man eine ständig erweiterbare Lösung kauft, die langfristig mitwachsen kann. Skalierbar, aber auch inhaltlich wachsend. Wir packen diese Themen jetzt schon an, Semantik und so weiter, bevor sie für den Kunden zum Problem werden. Und diese Innovationsgetriebenheit, dieses ständige einen Schritt voraus sein wollen, im Dienste unserer 800 Kunden weltweit. Das ist, denke ich, vielleicht sogar der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, ganz klarer USP für Zelum. Herzlichen Dank, Michael Saarländer. Sehr gerne.